What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Battlegrounds mit Moonboon. Wir befinden uns heute in der Kriegshymnenschlucht. Zusammen mit zwei Fanboons. Zum einen mit Tintin. Ich weiß immer noch nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Tintine. Tintin. Ich sag Tintin. Und mit Weedylol. Ehemals Eule. Jetzt, glaube ich, unterwegs als Katze. Hallo ihr zwei. Freut mich, dass ihr mitgegangen seid. Dann seht ihr hier schon die Veränderung. Ich habe meinen Stab transmogrifiziert. Jetzt sieht er aus hier. Badass. Burning Crusade for the win. Außerdem haben wir mein Gear ein bisschen aufpoliert. Und zwar, keine Ahnung. Ich habe jetzt überall 390. Natürlich außer bei den Waffen. Nur nicht bei den Händen brauche ich noch 390er Item. Und eben die beiden Trinkets brauche ich auch noch ein 390er Item. Aber ich habe ziemlich viele Eroberungspunkte. Und ich glaube, für 1650 gibt es dann schon mal ein neues Trinket. Oder vielleicht auch die Hände, je nachdem. Also wenn wir dieses BG gewinnen, sollte es eigentlich soweit sein. Mal schauen. Haben wir schon In-Buff? Ja, wir haben In-Buff. Da war ein Mage fleißig. Sollen wir noch einen Tisch stellen? Ah, ich glaube nicht. Will eh gerade keiner. Hat keiner nachgefragt. Okay. Kladi statt Abi, das ist doch diese neue Gilde auf unserem Server hier. Wo ist er da? Ne, ich habe lieber mein Abi wie Kladi. Ganz ehrlich. Deshalb würde ich auch nie in die Gilde reingehen. Und da kommen die Flames. Und auf geht's. Ich freue mich schon. Kriegshymnenschlucht. Einfach der Klassiker schlechthin. Kriegsbär. Ja, Kriegshymnenschlucht kommt viel zu selten, meiner Meinung nach. Es kommen immer die neuen BGs. So Gilneas, Zwillingsgipfel und der ganze Crap. Aber Good Old Warsong? Never. Oh, hier sind schon alle ganz aggressiv und wollen zergen. Seht ihr das? Wir snipen da hinten einen von den Langsamen. Das würde ich auch sagen. Was macht der Pala? Hey Pala, what's up? Er opfert sich und macht sein dämliches Bubble-Ding an. Zum Glück habe ich nichts gezündet. Hier wegrennen. So lasse ich noch das Heal-Ding da drin, oder was? Ah ne, er geht down. Er hat keine Chance. So, schauen wir mal, wo sie rauskommen mit der Flagge. Oh ja, meistens kommen sie da oder sie gehen über den Friedhof. Aber Friedhof ist zu riskant eigentlich. Weil da spawnen wir ja, wenn wir tot waren. Da kommen da. Komm, lauft euch den Kreis, Bro. Lauft euch den Kreis. Der ewige Kreis. Der hat sich nur totgestellt. Ey, du hast gar nicht die Flagge. Ich dachte, du hast die Flagge. Wo ist der Flaggenboon? Wo ist die Flagge? Verflucht, ich habe es überhaupt nicht gerafft. Liz, hey Liz, was geht ab, Mann? Du stirbst aber auch schnell, muss schon mal sagen. Ja, jetzt zünden wir mal hier das Ding noch. Rose, chill mal hier, relax. Hey, haben die alle keine Abwertung? Wie geht denn die down? Was ist denn hier los? Es steht schon 1 zu 3 für die Warp. Ich glaube, der braucht mal einen Arkanschlag ins Gesicht. Komm schon, einen Arkanschlag ins Gesicht! Oh, da war er schon tot. Ich habe immer noch volles Mana. What the fuck? Was ist das für ein BG? Hab ich irgendwie God Mode angemacht? Slash God Mode? Boah, da ist wieder der Billighandler, der nichts kann. Stun in your face! Warum stirbt er so schnell? Was ist denn da los? Kommt schon, Leute, hol die Flagge. Das wird ein schnelles BG hier. Nachwachsen in your face!
schauen, ob dein Face auch nachwächst. Ja, da hinten heilt. Bro? Stay a while and listen. Komm schon, lass mich aufsitzen, dann hole ich dich. Komm schon. Komm schon. Wer einmal das Blut geleckt hat und auf Menschenjagd war, wird nie wieder damit aufhören können. Hey Bro, erstmal gibst du mir deinen Hot. Habe ich seinen Hot bekommen? Was habe ich bekommen? Bestimmt irgendeinen Lodderfick. Du sollst mir keinen Lodderfick geben, du sollst mir deinen Hot geben. Ja, jetzt zeig mal, ob du dich healen kannst gegen meine Arkanschläge. Komm schon. Er stehlt sich in seinen Dingsbums rein. Okay, er hat mich gewirbelt. Das muss ich ihm lassen. Da habe ich natürlich keine Chance dagegen. Und er flieht. Like a coward. Hey, Bro. Er hält sich aber ganz schön lang oben. Das muss man ihm lassen. Ich habe auch keine Stunts mehr und so jetzt gerade. Das Einzige, was ich habe, ist Mana. Ich könnte natürlich meine Trinkets zünden. Oh ja, das ist gut. Achtung. Stun in your face! Ich könnte meine Trinkets zünden, aber das würde nicht wirklich was bringen, jetzt nur wegen einer Person. Das hebe ich mir mal auf für einen Flaggenträger oder was. Aber die ganze Zeit, die wir ihn jetzt hier zergen, kann er schon keine anderen Allies heilen. Und das ist doch schon mal was, würde ich sagen. Wahrscheinlich fühlt er sich cool, weil er sich die ganze Zeit gegen uns behauptet hat oder so. Aber in Wirklichkeit haben wir ihn nur hingehalten. Ach, so ein kleiner Schelm. Ich habe einen Stun ready. Ist gerade jemand hier? Keiner? Niemand einen Stun? Oh. Okay, wir haben die Flagge. Das wird ein schnelles BG, so wie es aussieht. Das wird ein sehr schnelles BG. 100% Mana und weiter geht's. Wer kommt hier? Oh, 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 zwei. Oh ja, aber er macht Schaden. Oh, jetzt ist der Healer dabei. Das ist natürlich blöd. Kann man hier Richtung Friedhof? Hey, Bro. Oh. Gestunnen, ne, Bro? Nicht so gestunnen, ne? Ist ein Healer dabei. Da kommt ein Warlock. Jetzt geht's ab. Oh, ich bin schon wieder festgehalten worden durch irgendeinen Fuck. Stun in your face. Oh, da geht er in seine Bäumchenform. Kann ich ihm die klauen? Nein? Und da haben wir schon wieder die Flagge. Okay, Healer. Du und ich, wir kennen doch dieses Spielchen schon. Zeig mal, was abgeht. Ist jetzt halt dein Pech, dass du direkt vor unserem Friedhof stehst, hein, Bro? Da geht er down. Yes, da hat endlich mal wieder einer unsere Flagge gecrappt. Das liebe ich am meisten. Die Flaggenträger dann umnatzen. Komm schon, komm raus. Ich will dich umnatzen. Umnatzen in your face. Komm schon, komm schon. Komm schon. Alle ganz wild hier links und rechts. Alle wollen ihn umnatzen. Kommt er beim Friedhof? Nee, kommt er da hinten? Auch nicht. Kommt er da? Bist du? Nee. Bist du? Nee, wo ist er? Zum Teufel! Alle sind hier und warten. Kann ich doch nicht warten lassen. Denk an die Fanboons. Das wird aber auch auf der Map nicht angezeigt. Steht er einfach irgendwo blöd rum oder was? Rennt er da hinten? Hey, da ist auch niemand. Will ich mich verarschen? Da! Ich sehe ihn auf der Map. Ich sehe ihn auf der Map. Aber ich sehe ihn noch nicht in meinem Gesicht. Wo ist er? Irgendwo da hinten oben. Oh Gott, sei ein Idiot. Komm einfach runter, du Trottel. Ich kann eh hier durch die epischen Wände schießen. Komm ich da hoch? Nee, komm ich nicht. Komm schon, lass mich da hoch. Oh Gott. Physics Bear don't need no physics. Ich gehe an der Wand hoch, ich bin ein Bär. Ja, dann gehen wir jetzt halt außen rum.
Kann ich ein DK? Haben wir ein DK mit Death Grip? Komme ich hier? Ich glaube, wir kommen nicht auf die Friedhöfe hoch, gell? Ja, und da geht er down. Und die Horde siegt. Was für ein schnelles BG. 3 zu 0. Nice, Moonboon, nice. Was haben wir? Anderen Fanboons erreicht? Weedy Lol. 5 zu 1. Und die Flagge zurückgebracht. Nice. Nice. Und Tintin. Also natürlich als Heiler. Ein Arsch voll gehealt auf Nummer 1. Sieht aus, als wäre Tintin der einzige Heiler gewesen. Nein, nicht mal. Lol. Nicht schlecht, Tintin. Die Fanboons glänzen hier wieder. Echt geil, würde ich sagen. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank fürs Mitspielen an euch Fanboons. Und bitte bewertet dieses Video, wie immer. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Battlegrounds mit Moonboon. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.